Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 6 und ja, wir machen weiter mit dem nächsten Rennen, Rennen 4 von 5 bei der Super Straßenrennstaffel und ja, wir gucken eben nochmal ganz kurz, gibt es hier irgendwelche tollen Mods, die wir noch reinnehmen können, einmalige Verwendung, 4000 EP Boost, ja, können wir machen, ja, dann haben wir hier noch von der Crew etwas, da haben wir jetzt nichts in Katalonia, das hätte sich natürlich irgendwie angeboten. Die anderen Risikodinger weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich die einsetzen möchte. Muss nicht unbedingt sein, sonst hat man immer nur so ein bisschen Probleme und wir wollen ja nicht überall es mehrfach probieren. So, das gefällt mir immer noch nicht ganz so. So, jetzt passt es aber und dann kann es losgehen mit dem nächsten Rennen. Ja, unser Golf. Oh, jetzt habe ich gerade gar nicht aufgepasst, da war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Ach, man kann gar nicht, das ist ja super praktisch. Ja gut, dann nehmen wir das Handicap mal mit. Quasi der letzte Platz hier. 22. Dann werden wir zusehen, dass wir uns irgendwie nach vorne kämpfen müssen. Da habe ich eben ganz kurz gepennt. War ich noch mit der Kamera beschäftigt, innerlich. Ja, wir müssen halt immer aufpassen, ne? Nicht zu spät bremsen. Das ist immer so das, die große Schwierigkeit. Also das ist schon sehr extrem. Aber da kann man sich drauf einstellen und das schaffen wir auch schon irgendwie. Jetzt kommen wir ja gerade ganz gut voran. Platz 19. Drei konnten wir schon wieder überholen. Und wir haben ja insgesamt 6 Runden. Also wir haben massig Zeit. Wir müssen halt nur ein bisschen geduldig sein und dann passt das schon. So, ist natürlich viel los hier. Aber gleich haben wir es dann geschafft und sind wieder auf unserer Startposition. Und das ist dann noch nicht... Und dann gerade mal eine Runde, die wir jetzt hier absolviert haben. Das ist ja nicht sehr nett gewesen. Das hätte uns jetzt ein bisschen kaputt gemacht. So, jetzt hier innen rein. Jawohl. Und jetzt hier innen. Jawohl. Das hat's gebracht. Jetzt sind wir da zumindest erstmal vorbei. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Boden gut machen, bevor wir bei der nächsten Gruppe sind. Und dann haben wir immer noch 4 Runden zu fahren. So, Entschuldigung. So, Platz 9. Oh, krass, ey. Wie, da habe ich extra früh gebremst und dann fährt er uns trotzdem geradeaus. Das ist schon ziemlich heftig. So, hier habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Da war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Hatte ich jetzt nicht gedacht, dass die nächste Kurve auch schon wieder so blöde ist. Oh, Junge. So, also, wir müssen uns wieder rankämpfen, sonst wird es nämlich ein bisschen knapp werden. Denn vor den 5 Autos, die wir vor uns haben, ist nämlich wieder eine Riesenlücke, die man auch erstmal dann wieder zufahren muss. Ja, das wird noch interessant. Jetzt haben wir die Hälfte des Rennens hinter uns. So, den vor uns, den werden wir wahrscheinlich jetzt in dieser Kurve dann holen.
Und jetzt haben wir halt, ja, noch zwei Runden Zeit. Zwei Runden und der Rest von dieser hier, um die Lücke einmal zuzufahren. Und das ist ganz schön groß. Und dann müssen wir noch drei überholen. Also das ist schon knackig. Das ist schon knackig. So, es dürfte die schnellste Rundenzeit sein für uns. Jawohl. Ah, das war haarscharf. Haben wir ein bisschen Pech gehabt, dass wir doch noch von der Strecke runtergekommen sind. Also, das wird wahrscheinlich dann in diesem Rennen nichts werden. Da haben wir den Start einfach vermasselt. Die erste Kurve. So, und es geht in die letzte Runde. Und mit ein bisschen Glück können wir sie ja, da hinten haben wir den letzten noch gesehen, der fünfte Platz. Also, das Rennen haben wir am Start verloren. Wenn hier jetzt nicht drei noch rausfallen oder es sonst irgendwie Probleme gibt, dann war es das. Aber wenn wir schon so weit gefahren sind wie jetzt, dann werden wir es natürlich dann auch noch zu Ende fahren. Nehmen wir uns noch die Credits mit und dann machen wir gleich nochmal einen Neustart. Und diesmal werden wir hoffentlich nicht so am Anfang rausfahren, dass wir direkt auf Platz 22 zurückfallen. Ja, aber an den Platzierungen, an den Leuten, an den Fahrern, die wir überholen mussten, da hat es sowieso nicht dran gelegen. Wenn, dann war es eher dieser Rückstand, der hier, diese Lücke, die wir jetzt zufahren mussten. So, 10.600 EP. Ja, durch diesen grünen Mod haben wir hier ein bisschen noch was dazu bekommen. 4.000. Und das können wir nochmal neu starten. So. Windschatten fahren. Warum denn nicht? Ja, warum nicht? Machen wir. Versuchen wir. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Versuch. Und diesmal sollte es doch hoffentlich klappen. Auf geht's. Ah, nicht gut weggekommen. Aber das ist egal. Hauptsache, der Abstand zu den ersten drei Fahrern ist nicht so groß, oder da wir dürfen halt keine Lücke aufkommen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Danke fürs Schieben. Jetzt weiß ich, wie es ist. So, das hier war ganz praktisch für uns. Ohne unser Zutun haben sich da drei ein bisschen verhakt. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. So, und jetzt können wir hier an Platz 8 bereits ranfahren. So, erste Runde geschafft. Und die Kurve haben wir gut bekommen. Leider am Ende doch noch mit dem Reifen aufs Grün. Und die sind schon ganz schön flott unterwegs hier vor uns.
So, jetzt die Chance hier beim Rausbeschleunigen. Und nicht nur um ihn hier mitzunehmen, sondern auch auf die anderen aufzuholen. Auch wenn wir da wieder ein bisschen zu weit innen waren. Ach, komm schon. Schade, da mussten wir einen Platz wieder abgeben. Und die sind echt schnell unterwegs, also mein Respekt. Die sind echt flott. So, außen vorbei. Jetzt die Chance, wo die sich so schön blockieren hier gegenseitig, dass wir auch diese beiden hier erwischen. Sehr schön. Und jetzt Gas geben, damit wir hier schnell die Lücke zu Platz 5, 4 und 3 zumachen. Denn die Hälfte des Rennens ist jetzt gerade vorbei. Und jetzt heißt es Gas geben. Ah, der hellblaue hat da ein bisschen Probleme gehabt in der Kurve. Also wir müssen jetzt natürlich geduldig bleiben. Uns Zehntel für Zehntelsekunde rankämpfen. Das Schöne ist, die kämpfen da vorne auch. Das heißt, die sind jetzt auch nicht gerade so super schnell, als wenn sie alle frei fahren könnten. Und wir kommen stetig ran, auch wenn wir hier gerade nicht wirklich tolle Linien haben in den Kurven. So, jetzt können wir hier aber rausbeschleunigen. So, Windschattenbonus gab es leider nicht. So, und die sind beide ziemlich weit außen. Der vor uns hat sich ein bisschen verbremst. Und jetzt ist nur noch ein Platz und dann haben wir es. So, den musste ich hier mal eben ausnutzen, dass der uns hier so ein bisschen abbremst. Entschuldigung. Kommt davon, wenn man ohne Kennzeichen unterwegs ist. So, außen vorbei und das hat gepasst. Wunderbar. Ach, da ist er doch wieder. Und jetzt sind wir aber vorbei. Jetzt müssen wir nur noch die 1,5 Runden unsere Position hier verteidigen. Und dann sieht's ganz gut aus. So, natürlich lohnt es sich auch noch weiter zu kämpfen hier in der letzten Runde, um vielleicht auch noch den vor uns zu holen, auch wenn die Lücke natürlich doch relativ groß schon ist. Aber wenn man die noch überholt, das gibt natürlich richtig viele Credits extra. So, jetzt müssen wir doch nochmal ein bisschen aufpassen. Bisschen schludrig, wie wir hier fahren. Nicht, dass da doch noch irgendwie was passiert. So, jetzt haben wir die Lücke aber wieder ein bisschen vergrößert. Und dann haben wir es hier geschafft. Also, dritter Platz. Puhuhu. Das war schon ziemlich hart. Also, die waren echt gut unterwegs. 18.000 Credits gibt's. Und auch das nächste Los, das nehmen wir noch mit. Ja. Gucken wir mal. Ah, ein weiter und dann hätte es vielleicht gepasst. Also, ein Crew- und Risikopaket. Motorhaubenkamera, moderate Schaltdauererhöhung, Gewichtserhöhung und dafür Spezialistantrieb und Mechanikerantrieb. Ja,
Auch gut, also das mit diesem Belohnungssystem finde ich ziemlich klasse, muss ich sagen. Weil die Belohnungen doch echt nicht schlecht sind. Also, und auch das mit diesen Mods finde ich super. Gefällt mir. Gut, also, wir haben es leider nur geschafft, in dieser Folge hier das eine Rennen abzuschließen. Nächste Folge, oh Gott, und ich sehe schon wieder ein Regenrennen vor uns. Also, Silverstone geht es weiter. Das wird interessant werden. Ich hoffe, es wird nicht so heftig werden wie das erste Regenrennen, was wir da hatten mit dem Aquaplaning und dem ganzen Müll. Das war schon ziemlich heftig. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play Forza Motorsport 6. Bis dann, Leute. Macht's gut.